Die magischen drei. Es gab einst drei eifrige Hasen. Die konnten um jede Eifler Hecke rasen. Wer sie sah, dem war sofort klar, dass da irgendwas sonderbar war. Bei Hasen kommt es zwar selten vor, doch von diesen hatte jeder nur ein Ohr. Darum hat man oft über sie gelacht. Und blöde Witze wurden auch gemacht. Das ärgerte die Hasen natürlich sehr. Und sie überlegten deshalb lange hin und her. Die Idee der Hasen dann war wirklich genial, zudem voller Magie und ganz ohne Qual. Wie? Sie mussten sich jetzt für einen Moment nur einig sein. Und so konnte sich jeder Hase über zwei Ohren freuen. Das Fazit dieser Geschichte macht uns Mut und auch heiter. Denn fehlt dir was, dann kommst du nur mit Gleichgesinnten weiter.